Wie weitgehend bekannt ist, dass gegen Mr. Beast und seinen Shows harte Kritik geübt wird. Aber er hat auch gute Taten getan, wie der Brunnenbau in Afrika, wo aber auch wieder Menschen wieder Kritik gegen ihn üben mussten. Vielen Menschen ist nicht klar, dass in Afrika die Menschen kilometerweit laufen müssen, um erstmal ans sauberes Wasser zu kommen. Aber das verstehen die Leute, die Kritik dagegen ihn üben, einfach nicht. Aber wir wollen heute nicht auf die Amerikaner gucken, wir gucken heute mal auf unsere Deutschen. Und da fangen wir doch gleich mit einem der Größten an, Montana Black. Ja, man kann viel Zweifelhaftes auch über ihn sagen. Da gibt's wirklich eine lange Liste. Aber wir wollen heute auf seine guten Taten gucken und eine davon ist zum Beispiel seine Spenden an die Tiertafel Buxtehude, die er im Jahr 2020 5.000 und im Jahre 2022 25.000 Euro spendete. Dieses Geld geht an Menschen, die sich nicht mehr leisten können, ihr Tier zu versorgen. Und für viele dieser Menschen ist es das Einzige, was sie vielleicht noch haben. Menschen auf der Straße mit ihren Hunden. Was wollen sie machen? Es ist ihr einziger Freund, den sie noch haben. Und meistens auch das Letzte, was sie noch hält. Also sollte man solchen Leuten immer helfen. Dann hat er auch ebenfalls durch seine öffentlichen Medien darauf aufmerksam gemacht, Leuten in Armut zu helfen. Was auch oft schon der Fall war, dass sie durch medizinische Probleme dann in die Armut gefallen sind und kamen dadurch nicht mehr raus. Und ich finde das eine lobenswerte Art, so auf Menschen wirklich einzugehen. Dann wollen wir als nächstes mal zu Knossi gucken. Knossi startete 2022 mit Capital Bra einen spontanen Livestream für die Opfer des Ukraine-Kriegs, bei dem eine Summe von 100.000 Euro gesammelt wurde. Aber auch Knossi setzt sich für die Hilfe von Tieren ein und spendet Geld an Tierheime. Was mir bei unseren Deutschen sehr aufgefallen ist, sie sind alle sehr auf das Wohl der Tiere belegt. Und das muss ich wieder auch mal sagen, auch hier für Knossi ein Riesenlob. Dann gehen wir mal zu Trimax. Trimax ist so ein Mensch, über den ich nicht viel gefunden habe. Leider. Traurig, aber 2017 beteiligte er sich mit Mickey TV an einer Spendenaktion für Kinderlachen, bei dem eine Summe von 25.000 Euro zusammenkam. Wie gesagt, leider fand ich sonst keine Berichte über Spenden bei ihm. Vielleicht gibt es noch welche und ich habe sie im Internet nicht gefunden oder sie sind halt einfach nicht weit genug publik gemacht worden. So, dann hätten wir da noch den guten Hand of Blood. Was er getan hat, ist auch wieder so eine Aktion, wo ich sagen muss, Respekt. Seinen Hund adoptierte er, Guder, aus dem Tierheim Berlin, denen er auch das Preisgeld seines Fortnite-Turniers, bei dem er mitgemacht hatte, voll gespendet hatte. Was umgerechnet nach Abzug der Steuern fast 40.000 Euro betrug. Das muss man sich vorstellen. 40.000 Euro. Das hat nicht jeder und das ist wirklich lobenswert, dass es an solche Organisationen geht, die sich halt auch wirklich über das Geld freuen und nicht wie manch andere Aktionen, wie man sie kennt, so aus Fernsehen, wo das Geld vielleicht so ein Drittel nur dort ankommt, wo es überhaupt ankommen sollte. Weil sie ja Werbung schalten und Werbung kostet Geld und daraus das wieder aus diesen ganzen Fonds benutzt wird. Deswegen finde ich solche Spenden tausendmal besser als was anderes. Ebenfalls beteiligten sich dieses Jahr bei der Charity Royale sehr viele deutsche Streamer mit, bei denen beim jetzigen Stand 506.000 Euro für die Make-A-Wish-Stiftung zusammenkamen, die sich für Kinder einsetzt, denen es wirklich nicht so gut geht. Und dafür auch, dass ich jetzt nicht jeden, der da mit aufgenommen hat und was mitgemacht hat, aufzählen kann, tut es mir leid. Aber auch da drauf, Hut ab. So, dann gehen wir mal zu Gronkh. Jeder kennt Gronkh. Ja, eigentlich wirklich jeder kennt Gronkh. 2017 sammelt er 40.000 Euro für die Hochwasserhilfe. Und wir wissen selber, unser Land ist, was das betrifft, einfach scheiße. Denn unser Land kriegt es nicht mal hin, den Leuten zu helfen, die im eigenen Land wohnen. Lieber spenden wir woanders hin.
Man sollte uns echt Gedanken machen, dass Leute mit so einer Reichweite eher ihr Geld für sowas hergeben als der Staat, der dafür da sein müsste. Ebenfalls 2022 beim Friendly Fire Event bei dem Kronk, Team Pizmeat, der Haider, Fischkopf, Mr. Morgame, Pandoria und Funk Royal teilnahmen, haben sie in 12 Stunden fast 1 Million Euro eingenommen, die für verschiedene Organisationen gespendet werden und sie damit unterstützt werden, wo auch zum Beispiel Obdachlosigkeit dabei ist. Das ist das Gleiche. Leute, denkt daran, auch ihr könnt, wenn es bloß ein Euro ist, den Leuten helfen. Ihr könnt ihnen auch Essen geben. Jeder freut sich darüber. So, dann gehen wir zu Papa Platte. Papa Platte, der ebenfalls ein großes Herz für Tiere hat, spendete dieses Jahr knapp 79.000 Euro für Kukus Garden, die sich für Tiere, die aus Massentierhaltung kommen, einsetzen, dass sie nochmal einen schönen Lebensabend haben, dass sie nicht geschlachtet werden und halt wirklich nochmal merken, oh Gott, es geht auch anders. Auch für Tiere ist das was sehr Schönes. Leider habe ich zu manchen Streamern überhaupt nichts gefunden. Ich nenne jetzt keine, ihr werdet selber mal, wenn ihr mal so durchguckt bei den großen Streamern, sehen, es sind welche dabei, die haben entweder noch nie was gespendet oder es halt auch wirklich nie publik gemacht. Was ich in dem Sinne schade finde, weil es zeigt, wenn sie sich in den öffentlichen Medien zeigen, doch eigentlich klar und deutlich, wohin das gehen soll. Und was halt wirklich schade, dass bei Leuten, die wirklich so viel verdienen, dann einfach nichts rüberkommt für die, wo es bräuchten. So, in dem Sinne, euer Serpulsora.